Ladies and Gentlemen, willkommen zum sechsten, ich vergesse es immer wieder, dürfte der sechste Lauf sein in Monaco, unserer MyTeam-Karriere im wunderschönen orangenen Auto. Ein kleiner Fun-Fact. Ja, was heißt Fun-Fact? Ich mache mal auf Pause, damit die Zeit ja nicht lang weiterläuft. Bevor ich ins freie Training hier reingegangen bin, habe ich lustigerweise in F1 2019 auch das Monaco-Wochenende gemacht. Dachte ich mir, jo, ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich kam gar nicht auf das Auto und weder auf das Auto noch auf die Strecke klar. Es war eine große Katastrophe. Mittlerweile geht's wieder. Also das ist nicht so gut, 2019 und 2021 zu mischen. Das funktioniert nicht. Egal, wir sind im Qualifying. Und let's go. Gucken wir mal, was geht. Ich habe so eine Vermutung. Aber die freien Trainings haben mir in letzter Zeit auch schon mal falsche Werte gegeben. Schauen wir mal. Fliegende Runde, fliegende Runde. Let's go. Ich bin sehr gespannt. Okay, die Runde war gar nicht so verkehrt. Kaum Rutscher drin, keine großen Fehler. Turn 1 war nicht optimal, aber das war in Ordnung. Viel mehr geht nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Frage ist jetzt, was war diese Runde wert? Und ich sehe da schon eine Zahl, die mir gar nicht gefällt. Ah ne, ich habe die 10 für eine 6 gehalten, aber wahrscheinlich ist der ganze Rest noch nicht gefahren. Ja, mit der Annahme lag ich richtig. Ich bin ganz knapp vor Mazepin. Super, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen, bis alle gefahren sind. Und dann sind wir... Ja. Ach, Lando fehlt ja auch noch. Ja gut, der wird auch noch vor uns kommen. Ganz safe. Und damit wären wir Vorletzter. 8 Zehntel hinter Teamkollegen. Und ja, das spiegelt das freie Training wieder. Ich habe im freien Training keine Trainingseinheit geschafft. Nichts. Nada. Überhaupt nichts. Ich war meilenweit weg von jeglichen Zeiten. Ja, es wird eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was los ist. Ob das jetzt wirklich daran liegt, dass ich zu viel 2019 gespielt habe. Oder was anderes. Hier funktioniert gar nichts. Ich könnte jetzt nochmal versuchen, irgendwie... Aber guck mal, der Gap zu Latifi sind schon 6... Gute 5 Zehntel. Wo verliere ich die Zeit denn? Im mittleren Sektor hauptsächlich und im letzten Sektor. Also Turn 1 war gar nicht so relevant. Und ich weiß nicht, wo in Sektor 2 und 3. Ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Wir probieren es einfach nochmal. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Es kann dann nur besser werden. Monaco ist sowieso so ein Spezialistending. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ganz einfach. Da gibt es keinen Mittelweg. Das nächste ist Kanada und da läuft das dann schon mit Sicherheit besser. Und wenn ich jetzt wieder mehr 2021 spiele, sollte das sowieso funktionieren. Wenn ich es denn mache.
Mein Lenkrad macht ganz komische Geräusche. Der schiebt über die Vorderachse, das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Du hast keinen Grip. Also ich habe keinen Grip. Du hast vielleicht Grip, aber ich habe keinen Grip. Ne, jetzt geht gar nichts mehr. Und so ungefähr sah das ganze freie Training aus. Zurückspulen, weiterfahren, zurückspulen, weiterfahren. Kurve nicht gekriegt, Kurve 10-mal am Stück nicht gekriegt. Ich weiß nicht, was es ist. Hier läuft gar nichts mehr. Ich krieg die Kurve nicht. Ich raff es nicht. Ich krieg diese dumme Kurve nicht. Entweder ich lenke jetzt zu früh ein oder er schiebt einfach nur geradeaus und schiebt und schiebt. Ich brauche kein Gas geben. Der schiebt einfach geradeaus. Als ob die Lenkung kaputt ist oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ätzend. Das ist so ätzend. Was war das denn jetzt? Oh, toll. Okay, 13. Das ist jetzt mit viel Zurückspulen, naja. Aber mein Lenkrad macht mir Sorgen. Das macht extrem ekelhafte Geräusche beim Lenken. Das hört sich nicht gut an. 14. Sollte ich tatsächlich weiterkommen? Oh, ich bin nicht vor Joe. Ganz knapp, schön. Ganz knapp. Mal sehen, was passiert. Ich drücke mal auf schnell weiter. Dauert lange, dauert lange. Da. Joe ist auf 11 nach vorne gefahren, der Cheater. Und ich bin wahrscheinlich rausgeflogen. Ach du Heilige. Ach du, ja. Okay. Haken mal ab. Ich reg mich da jetzt nicht drüber. Das bringt nichts. Wir haken das Wochenende direkt ab. Ich fahre jetzt wahrscheinlich 40 Runden hinterher. Das heißt, wir werden den Start sehen, vielleicht den Boxenstopp und dann das Ende, weil dazwischen nichts passieren wird. Ist ja, denn ich fahre mich in die Wand, dann ist das Ding sowieso durch. Ja, nee, das ist hier, keine Ahnung. Passt nicht. Passt einfach nicht. Da kann ich jetzt wenigstens zwischen Qualifying und Rennen mal nach dem Lenkrad gucken. Ja, dann baut mir halt ein besseres Auto. Das kannst du vergessen in Monaco. Ich weiß nicht, wie das in der ersten Saison war. Ob das da auch so schlimm war, aber jetzt, das ist echt grauenhaft. Also ich habe ein Untersteuern, das ist Hölle. Das ist einfach nur Hölle. Aus der Hölle. Das ist Hölle. Ja. Juti. Zum Rennen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Perez, Charles Leclerc and Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly and Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Stroll, Esteban Ocon and Tsunoda. Joe,
Giovinazzi, Mick Schumacher and George Russell, Latifi, the owner driver, Mazepin and Kimi Raikkonen finishes off the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. So, Rennstrategie. Hä? Seit wann startet der automatisch auf weißen Reifen? Okay, ich verstehe nichts. Nochmal, hä? Na gut, okay. Ja, völlig klar. So wollte ich das machen. Weiß-Rot. Lernt das Spiel doch dazu? Haben die eine KI eingebaut? Ich weiß es nicht. Na gut, dann... Das wird nichts. Oh, das wird nichts. Ich habe da keine großen Hoffnungen. Na gut. Let's go. Nee. Ey. Hey, ein Platz gewonnen. Nice. So, das war's dann auch. Mehr Überholchancen kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir werden jetzt das Feld hinter uns komplett, also die zwei Autos komplett aufhalten. Ich werde einfach gucken, dass ich hier durchkomme ohne Schaden. Also wird ein sehr unspektakuläres Rennen. Erste ist schon längst über die Ziellinie. Ach du Scheibenkleister. Hat das Feld schon auseinandergezogen. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Jawohl, die ersten Boxenstopps stehen an. Sonst ist nichts passiert in den letzten 10, 11, 12 Runden. Oh, es hat ein langweiliges Rennen. Fünfzehnter damit. Naja, werde ich nicht halten können. Muss ja auch nochmal rein. Ich werde Letzter. Guan Yu is in the pits. Guan
the pits. Jawohl, Teamkollege ist in der Box, aber ich glaube, der ist so weit weg. Der wird vor mir wieder rauskommen. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Yep, kommt noch. Das ist belastend. Die Runde geht dann in die Box. Es ist nichts passiert. Ja, was soll ich noch sagen? Aber guck mal unten rechts mein Boxenstoppfenster. Das ist auch sehr großzügig gehalten. So irgendwann zwischen Runde 22 und 38, also quasi eine Runde vor Schluss. Das macht doch richtig Sinn. Aber ich sehe gerade, da sind noch die falschen Reifen ausgewählt. Das wollen wir jetzt mal schnell ändern. Am besten nicht hier in der Kurve. So. Und angeblich soll ich als 19. wieder rauskommen. Das wäre ein Platz gewinnen. Das wäre doch ein kleines Erfolgserlebnis. Oh, endlich mal mit Entspannung. Meine Güte. So, bitte einen schnellen Stopp. Exit, exit. Ja, 2,7 ist eher lahm. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ja, 19. So, und jetzt wird wahrscheinlich auch bis zum Ende des Rennens nichts mehr passieren. Oh, es könnte doch noch was passieren. Ich hole gerade massiv auf, was ist das, Latifi auf. Deutlich schneller als er. Vielleicht können wir ja noch einen Platz gewinnen. Wenn meine Reifen jetzt nicht nachlassen. Und wenn wir überholen können. Check your MFD for a new strategy option. Das war fair. nee. Das war so ein Maldonado-Style. Naja, jetzt muss ich damit leben. Das war ja so eine Verzweiflungstat. Blue flag.
Oh, jetzt wird es aber nochmal ganz ungemütlich in der letzten Runde. Ich habe mir meinen Frontflügel noch weiter kaputt gefahren, weil ich keinen Grip mehr hatte vorne. Und jetzt sind die Autos alle weg. Hä? Da wollte Kimi irgendwie überholen, aber das hat nicht funktioniert. Ah, Hamilton hat gewonnen. Hätte ich eigentlich durchlassen können, dann wäre die Runde, dann wäre das Rennen vorbei gewesen. Und jetzt habe ich keinen mehr hinter mir. Boah. Ich hatte die ganze Zeit Raikön hinter mir, der richtig Druck gemacht hat, weil ich komme nicht mehr um den Kurs rum. Nur ganz langsam. Und dann wollte der da irgendwie überholen. Das ist schief gegangen. Und zu meiner Verteidigung kann ich sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin auf meiner Linie mehr oder weniger geblieben. Egal, fahren wir das Ding jetzt ganz gemütlich zu Ende. Immerhin noch Platz, was haben wir, 18? Hey, zwei Plätze besser als gestartet, drei Plätze besser als im Qualifying. Ist zwar nichts Besonderes, aber naja, immerhin. Ich hatte die Vermutung, dass es noch schlimmer wird mit Ausfall oder ich habe null Chance und fahre komplett hinterher. Ich bin nicht mal überrundet worden. Ich habe einen Krampf im Bremspedal, im Bremsbein. Im Bremspedal. Das war Monaco. Endlich durch. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. So, und das ziehen wir jetzt relativ schnell durch. Oh, Joe sind die Punkte bekommen. Ja, nice. Alles klar. Weiter, weiter, weiter. Ich habe keine Zeit. Die Arbeit ruft. Ein toller Tag. Nein, Claire, jetzt doch. Ja, war schön. Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das am Setup oder hatte es andere Gründe? Ja, komm hier. Das war ein knappes Rennen. Wie stehen Sie zueinander? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Der Wagen war... Nee, kein Kommentar. Klasse, das war dann alles. Oh, das lief sogar für mich besser. Ich bin begeistert. Sehr schön. Ah, beantwortet die Interviewfragen, aber ich... Hoppla. Aber gut, das wäre eh nur eine gewesen. Ich hätte noch zwei gebraucht, von daher passt schon. Das Team hat zurzeit ein gutes, stabiles Einkommen. Du solltest dich entscheiden, was wir mit unserer Gewinnspanne machen. Welche Abteilungen von dem Geld profitieren können. Jaha, das machen wir jetzt ausnahmsweise mal vor dem nächsten Qualifying. Ich habe jetzt echt keine Zeit. So, das war Monaco. Bis zum nächsten Mal in, nicht Kanada, in Aserbaidschan. Ach ja, stimmt. Tschüss.